Hallo und herzlich willkommen zurück in Himmelsrand, Rollenspiel von der Anniversary Edition von Skyrim, dem 10 Jahre Jubiläum. Jo, wir sind hier in Weißlauf angekommen, dem Hals der Welt im Hintergrund. Und jo, reden mal mit einem Dorfbewohner, Lilith Weber Maid. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, eure gute Tat des Tages tun. Okay, sie möchte nicht gerne reden. Ja, die Dorfbewohner, die nichts zu haben haben, Quests oder so, sind jetzt nicht immer so die gesprächlichen. Muss irgendwie denn die Stimme noch ein bisschen lauter kriegen. Ich höre es kaum. Ich glaube, ihr hört es genug oder ja, auch ein bisschen leise. Jo, leider kann man das nicht so unbedingt einstellen. Ja, gut. Wartet, ich kenne euch doch. Ja. Ihr begeht einen Fehler. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Oh nein, ich habe ein Tablet. Ja. Mit einem Tablet gekämpft und es aufgenommen. Tut mir leid. Ja. Dafür habe ich keine Zeit, ihr etwa? Nun, das Kopfgeld für euch ist nicht allzu hoch. Also gut, verschwindet. Aber jetzt weiß ich, wer ihr seid, Elender. Lol, Vergesst das nicht. geht! Das wusste ich gar nicht. Einfach sich herausreden. Cool. Ich bin halt Einer soll wirklich von euch ein Rassen erwischt worden Hofnarr. sein. Vielleicht Seht gibt's ihr, dieser hofnarren Kleidung. Ich Mundschenk glaube, hält es sie bereit. gibt's. Aber wenn man die bekommt. Ein gewisser Hofnarr trägt das. Vielleicht kennt ihr ihn. Also wenn es keinem kennt, kennt ihr ihn wahrscheinlich. Aber mehr möchte ich natürlich nicht sagen. Ja, und wir haben wieder kalt. Wir müssen mal rein und uns mal nach einem Klamottenladen oder so Ausschau halten. Jo, ich finde es wirklich toll. Eben manchmal muss ich mich halt Bezug aufs Game machen. Eben die Soundeinstellungen sind jetzt gerade noch nicht so optimal und ja, eben, mir fällt halt auf, dass manche Sachen, zum Beispiel der Fenstermodus, immer noch nicht gut ist. Wir Ich zahlen kann euch immer noch Geld, nicht meinen Sound aber höher keine stellen. Schwerter für die Das Verbrechen. blockiert Und wenn komplett. einer dabei Obst und Also, Gemüse wenn ich verbrennt. beim Headset gehe, Logitech G935, Ding einstelle, also ja, das Rad drehe am Headset, dann passiert nichts. Der Sound geht, wenn es keim offen Seht ist, euch nicht nur mehr gründlich um, ob ihr lauter oder wirklich das leiser. findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Okay. Guten Tag. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ja, hier steht es zwar, aber eben, weil ich ja Rollenspiel mache, ich weiß nicht, wie er heißt, er hat sich nicht vorgestellt, oder? Und an der Tür steht für mich auch nicht als Spiel, also als im Spiel, den ich zu Rollenspiel habe. Okay. Wie läuft das Geschäft? Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Nee, das kann ich nicht Wichtig ist gebrauchen. nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Was führt einen Breton nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Wahrscheinlich ist es für euch auch noch ein bisschen zu Werft einen leise, Blick die Stimme. darauf. Ich muss das ein bisschen anders machen. Zuerst mal Bekleidung. Wir brauchen etwas Wärmeres. Hast du nichts, was warm ist? Ja, so etwas würde ich schon gerne mal tragen, aber es macht nicht so warm. Ist leider auch ein bisschen.
Also 27 ist eigentlich gut. Aber hat hier auch 27. Also wenn, dann kaufe ich mir einen Pelzstiefel oder so. Pelzhemd, ja, können wir nicht tragen. Wir sind halt mager, also wir müssen dann schauen, wie es am besten geht. Vielleicht gibt es hier irgendwie ein Magier oder so. Ich glaube in Weißlauf nicht. Oder glaubt er, die Wache hat und irgendjemand anders hat mir das erzählt. Schon längere Zeit. Ja, leider bin ich ein bisschen verschnupft von dieser Kälte. Im Real Life sage ich dazu allergisches Asthma, aber das hat man damals wahrscheinlich noch nicht erfunden. Also analysiert und einen Namen gegeben. Und deshalb, ja, kann ich das natürlich auch nicht sagen. Also ich muss einfach die Effekte und so einfach reduzieren. Die Musik auch nochmal ein bisschen. Irgendwann habe ich das schon gut eingestellt. Funktionieren meine Ohren wieder richtig. Was ist mit Thorald? Ist er nichts? Ja, ich muss es noch lauter machen, aber ich finde, das war für mich vor allem nicht so gut entschieden. Und zwar für die falsche. Für OBS leider noch nicht so. So läuft das im Krieg. Je eher ihr diesen Verlust akzeptiert, desto besser. Ich werde seinen Tod niemals akzeptieren. Mein Sohn lebt. Ich spüre es in meinem Herzen. Also sprecht, Kampfgeborene, wo ist er? Wo haltet ihr meinen Thorald fest? Schenkt dir diese alten Schabracke etwa Glauben? Ihn festhaltet. Ach, den habe ich bei mir im Keller. Er ist mein Gefangener. Seht es endlich ein, ich alte habe Kuh. Ein Rezept für Euer dummer Sohn ist tot. Er starb als Sturmmantelverräter. Und ihr, natürlich. Ihr haltet besser ich den Mund, sonst mit, blüht euch dasselbe Schicksal. Kommt, Vater. Hier gibt es nichts weiter zu sagen. Ja gut, ich habe jetzt gerade ein bisschen bemerkt, das sind wahrscheinlich Sturmmäntel. Also, die anderen. Und die zwei sind sozusagen wahrscheinlich gut zum Kaiserreich. Geh mal zu ihm. Das ist wahrscheinlich der Anführer. Guten Tag. Olfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Oh, schön. Hört sich ja gut an. Worum ging es eigentlich in dem Streit? Noch so eine Sache, die Graumänen anderen anlasten wollen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie sich vom Kaiserreich abgewandt haben oder dass ihr Esel von Sohn einen bewaffneten Aufstand dagegen angezettelt hat. Und trotzdem wollen sie die Schuld auf uns abwälzen, den guten Namen meiner Familie beschmutzen? Okay. Erzählt mir etwas über den Clan der Kampfgeborenen. Kampfgeboren ist ein legendenhafter Name, von dem die alten Lieder künden und der in den Heldentaten von 100 Generationen zu hören ist. Für den kampfgeborenen Clan brüllen sie in den Methallen. Die Ersten im Kampfgetümmel, die Letzten am Tavernentisch. Wir haben Ehre, Reichtum und Titel ebenfalls. Ja, und dralle Weiber, die euch in einer kalten Nacht in Himmelsrand das Bett wärmen. Wenn das eure Frage nicht beantwortet, schaffen das keine weiteren Worte. Was ist mit dem Clan Graumänner? Unzivilisierte, pelztragende Axtschlepper. Ein Wunder, dass sie nicht mehr in Höhlen leben wie ihre Vorfahren, mit denen sie dauernd angeben. It's true, Vignar Greymane and his lot are one of Whiterun's oldest and, depending on who you ask, most respected clans. I don't dispute that. Aber es ist eine Sache, stolz auf sein Erbe zu sein und eine andere, an der Vergangenheit festzuhängen. Was sie Ehre und Tradition nennen, nenne ich Ignoranz. Okay, das mit dem Englisch sprechen ist wahrscheinlich wegen der Anniversary Edition mit den Content Updates, Mods, die man ja eigentlich sonst bezahlen müsste und das würde ich niemals machen für, ja, so Mods oder so Geld auszugeben, weil es erstens eben auch von Leuten gemacht wird, wo man eigentlich nichts geben müsste oder vielleicht einfach nur spenden oder so natürlich,
Aber ich habe ja meistens eben zu wenig Geld. Ich bin ja eben schwer krank und rentenabhängig und alles Mögliche. Ich kann gar nicht so viel bieten. Jetzt muss ich ja schauen, vielleicht hört ihr die Tastatur. Das ist jetzt einfach momentan, weil ich natürlich schon noch ein bisschen ja, die Lautstärke erhöhen musste. Aber das wird wahrscheinlich im nächsten Part oder so weggehen. Weshalb die Fehde mit dem Clan der Graumen? Geld, ihr Dummkopf, was sonst? An allem ist das Geld schuld. Die Graumänen sind tief in Weißlauf verwurzelt. Aber das gilt auch für uns. Im Gegensatz zu ihnen sind wir reich. Und Wigner hasst das. Oh, sie hassen das alle. Ständig dieses Gerede von Stolz und Ehre. Und was haben sie dafür vorzuweisen? Bettlerlumpen und altes Brot. Wir haben denselben Stolz, dieselbe Ehre und wir haben Wohlstand. Kein Wunder, dass sie uns beneiden. Okay. Ja. Passt auf euch. Bin ja für beide nicht irgendwie. Also ich würde schon gerne den Armen helfen, aber ja. Bin ein bisschen erschöpft, Ausdauer. Ich brauche etwas zu essen wahrscheinlich. Ja, eben, ich brauche mal einen Ofen. Dafür brauche ich Salz. Was könnte ich tun? Ist leider eigentlich illegal, wenn ich das mache. Leider sehen die Leute sehr gut. Ich traue mich nicht, irgendwie reinzuschauen. Hier sind nur 5 Kartoffeln drin. Okay. Ja. Also ich werde das Rollenspiel immer wie mehr intensivieren. Aber jetzt momentan, gerade am Anfang, muss ich natürlich schon ein bisschen vorwärts machen, sonst verhungere ich. Und ja. Ich müsste eigentlich gar nicht mehr schleichen, weil hier keine Sachen mehr sind. Wachunterkünfte. Wir gehen einfach mal rein. Ja. Muss mal kurz etwas testen. Vielleicht hört ihr es ein bisschen. Wartet! Ich kenne euch doch. Ich doch nicht. Wartet! Ich kenne euch doch. Das Spiel ist... Jetzt habe ich das die ganze Zeit. Ich muss jetzt irgendwie... Vor allem auch das Tablet mal einfach rausschmeißen. Ich glaube, die Leute suchen nach mich, solange ich hier... habe ich gar nicht mehr. Ich will nicht immer so angeredet werden, liebes Spiel. Ja, ich kann manchmal einfach irgendwie nicht den Erfolg von solchen Spielen lieben, wenn ich so sehe, wie alles ein bisschen verbuggt ist. Welt ist verrückt geworden. Und hat ein bisschen nervt, nur weil ich hier noch ein bisschen Kopfgeld habe. Ja, dann bezahle ich es halt jetzt. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ich will nicht von jeder Woche angedingt werden. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Ich hab dann doch nichts. Gehen. Also gut. Ihr passt doch auf euch auf, ja, oder? Ich habe nur das Gold. Goldmünze verloren. Also, jetzt dieses bitte. Warten. Dieses unerträgliche Warten. Ja, das ist gut. Jetzt will ich aber etwas klauen. Haha. Salz, nein! 5 rote Äpfel. Wie ermüdigend. Kerker. Ich werde noch zum Dieb. Ich brauche Salz. Bitte. Ich habe kein Geld, um Salz zu kaufen. Nein, 3 Karotten. Oh, ein Goldbeutel. 43 Gold drin. Ja. Gut, da ist Schluss. Ja, ein Experte im Schlösserknacken bin ich nicht. Bitte. Nein. Da habe ich, glaube ich, schon geschaut. Nein, 5 Tomaten. Ich brauche doch Salz. Ja, Salz. Oh ja, Lachsfleisch. Ich brauche Lachsfleisch. Sehr gut. Derjenige, der klaut, weil er verhungert. Drago, der verhungernde Dieb. Der laute klaut.
Das ist meine Laute. Ich spiele damit. Oh, Lachsbar. Mm. Oh, die Wache. Oh, geil. Aber ich muss mal speichern. Für Essen klaut er natürlich. Oh, ein Bügeleisen. Ja, ich muss bügeln. Oh ja, weil ich kalt habe. Muss das sein? Ja, wegen Stiefel. Ich muss wegen Stiefeln klauen. Genau. Oh, der Sack ist leer. Voll der Saftladen. Oh ja, 9 Gold. Ja. Ja, ich werde reich. Kann endlich mal Essen kaufen. Vor allem Salz. Ja. Ja, ich hab's. Bei den Wachen gibt's Salz. Oh ja. Feine Kleidung nehme ich natürlich mit. Oh, und Käse. Ach, das ist Brot. Sieht das wie Käse? Das ist Käse. Deshalb. So. Ja. Eine Gabel brauche ich natürlich auch. Nehme ich auch mit. Ja. Man muss doch mit Besteck essen. Ja, und Lachsbraten. Ja, Bratkartoffeln. Oh. Oh nein, Schüssel. Ja. Oh. Kann man das noch machen? Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Sonstiges. Schale. Ich will es einfach jetzt mal fallen lassen. Welche Taste war das nochmals? Ja, genau. Und jetzt, ja, ich werde gerade gesehen. Ich traue mich nicht. Ach, komm, hey. Genau. Ja, leider geht das nicht. Ja, genau. Oh, die Woche. Oh, ja. Gut, ist das Erdbeben eigentlich beim Anfang des Raum, ja, das Achting, Unterkünfte noch, oh, noch eine Gabel. Aktiv? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also im Real Life gibt es nie so Probleme. Jetzt habe ich schon wieder einen Krug. Ach man, oh, ich habe noch nicht Richtung Krug geschaut. Also, dann werfe ich den einfach hier in den Sack rein. Da. So, fertig, Krug. Gut. Also, ist hier noch Erdbeben? Ja, sieht schon aus wie ein Erdbeben. Also, war wie ein Erdbeben. Gut. Was gibt's denn? Ich möchte aber dir hier den Apfelkuchen noch. Hm. Oh, schöne Axt. Cool. Ah. Oh. Großer Käse, guter Käse. Ziegenkäserad wahrscheinlich. Hm. Ziegenkäse. Müffelt nach Stall. So, ich habe Salz, jetzt kann ich mich wieder verpflegen. Nun gut, aber wo kann ich jetzt einen Ofen benutzen? Ziehen wir eine Taverne? Das ist scheinbar die Taverne. Gibt es hier auch Schilde? Hm. Ah, okay. Das war der Hintereingang in die Küche. Hm. Ich bin, wenn ihr mehr Essen oder Getränke braucht, sprecht mit Hulda. Was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Ja, vielleicht. Ich habe aber genug gesammelt. Nicht geklaut, gesammelt. Hm. Das ist aber jetzt nicht gerade das, was ich jetzt unbedingt möchte. Also bitte, keine weiteren Fragen. Hm, du Lauch. Hm, Geschäftsbuch. Interessant. Okay, da hat's Krieger. Kriegerinnen. Krieger. Ah.
Kriegerinnen. Nein, mir geht's nicht gut. Ich muss unbedingt etwas. Oder ich esse einfach mal den Lachs, genau. Ja, was nehmen wir? Also, wo ist der Lachs eigentlich in meiner Tasche? Lachsbraten. Schau ich mal. Ja, ziemlich. Ne? Noch etwas Kleines zum Nachtisch. Ein roter Apfel. Ich muss... Honignussschnitte, auch die macht nicht so satt. Grüner Apfel, ich möchte die eigentlich behalten, die ich nur einmal habe. Ein Brot ist mir zu viel. Okay. Wir haben leider nichts, was ja ziemlich wenig gibt, aber doch noch genügend. Da muss ich doch irgendwie so etwas essen wie ein roter Apfel. Wir nehmen mal den roten Apfel. Ja, reicht immer noch nicht. Ich habe leider noch Hunger. Also dann halt noch den anderen Apfel. Den grünen Apfel. Ja, so ziemlich. Okay, dann verlangen wir doch mal kurz. Bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht. Sadia, Liebling. Was, ich bin krank? Ja, Mama. Wo war das Menü? Vergesst nicht. Nicht. Okay. Ich schau mal kurz. Erschöpfung. Leicht hungrig. Ja, ja, mir geht's gut. Nachher noch die Gläser zu polieren. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Okay, würde ich gerne machen. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Okay, interessant. Tötet den Banditen für ihn, Lager stille Monde. Okay, werden wir dann irgendwann, wenn wir mal ein bisschen mehr stärker sind, ein bisschen Magie auch gelernt haben, richtig mal an ausüben. Aber wir müssen zuerst irgendwo hingehen, zu einer Magiergilde oder so. Ja, habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich nehme an, ihr habt den Gülden Grünbaum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Oh. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut. Aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Okay, sehr interessant. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Klingt gut. Ist zurzeit ein Kopfgeld ausgesetzt? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Ah, danke. Ja. Kopfgeld für Krähenzahn. Interessant. Ich werde nachher kurz mal lesen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der... Gesichter verändern kann. So, dass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Also mein Handabdruck im Gesicht von meiner Ex-Frau möchte ich nicht entfernen. Das ist mein Markenzeichen. Ich werde nicht zum Gesichterumänderer gehen. Wisst ihr, wo ich Arbeit finden kann? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Oh, so, ich habe schon mehrere Sachen bekommen. Seid die gegrüßt, sehr werden wir dann mal lesen. Jo. Wo erfahre ich mehr über Magie? Genau. Da habe ich doch irgendwas gehört, im Flusswald, aber... wie hieß das schon wieder? Akademie? Nein, das war... Ja. Wir werden sie mal fragen. Wo erfahre ich mehr über Magie? Magie ist was für Schwächlinge. Elfen, meine ich. Die bleiben unter sich in dieser Akademie in Winterfest. Doch, Akademie. Sie wissen halt, wo sie hingehören. Natürlich wäre da auch noch Faringar. Er mag zwar der Zauberer des Jarl sein, aber zumindest ist er ein Nord. Okay, gehen wir mal zu ihm. Ja, ich suche nochmals Arbeit. Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Ach, Jon, mein Lieber.
Ihr wisst doch, dass ihr der einzige Händler. Primitive Nordpolitiker. Okay. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolde zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Erzählt mir doch über den neuesten Klatsch und Tratsch. Die Gefährten? In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Okay, ja, Krieger oder so. Möchte ich jetzt nicht gerade schon werden. Vielleicht später. Gibt es hier in der Stadt irgendwelche... Awesome, ja? Wart schnell. Okay, sorry für den Unterbruch, meine Schwester ist gerade gekommen. Gibt es hier in der Stadt irgendwelche Probleme, die auf Lösung warten? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ja, und ich werde vollgesteckt mit Sachen, mit Briefen. Gibt's hier irgendein... Ah ja, ich muss wieder in die Küche zurück, stimmt. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuer? Okay, die handelt wahrscheinlich das gleiche wie die Putzfrau. wo war die Küche? Nee, hier ihr nicht, braucht etwas? Nein, hier ist die Küche nicht. Ah, was ist das? Schlafzimmer wahrscheinlich von den zwei. In Weißlauf ist furchtbar. Ah, hier ist die andere. Darf ich hier kochen? Jemand anderen. Ich möchte gerne noch etwas machen. Wenn ihr mehr Essen oder Getränke braucht, sprecht mit Gehen Hulda. Sie bitte weg. Ja, gut. Ja, danke schön. Aber noch weiter weg. Ja, ich will nicht zur Tuchfüllung. Ich will jetzt nicht mit euch sprechen. Es tut mir leid. Oh, ein Ziegenbein kann ich mir herstellen. Lecker, Ziegenbein. Sehr, sehr modern. Kann ich das irgendwie schnell? Ja, ich aber noch schneller es ist eines der kochen können. Lieder, das ich gelernt habe. Ja. Kann ich. Schade, dass ich nicht. Was für euch tun? Gegrillter Lauch ist wahrscheinlich, ja. Das ist unser Apfelersatz. Gegrillter Lauch für die Lauchs. Ich lauch. Ihr braucht etwa. Lecker. Brauchen wir natürlich auch. So. Schön Musik was braucht hören. Ihr Augenweide? Ah. Ohne Kartoffelsuppe, die brauche ich. Und mehr Kartoffeln. Brauchen wir leider auch Salz. Ja, das Salz geht bald aus, aber Kartoffelsuppe. Lecker. Sehr, sehr geschmacklos. Muss sehr stark gewürzt werden. Das ist auch nicht gerade so modern. Kaiserreich wird keine Kartoffelsuppe gegessen. Ja, gut. Vielleicht kann ich ja auch mal in unser, also in mein Heimatland da betonen gehen. Aber wahrscheinlich dauert es noch Ewigkeiten, bis ich dort ankomme. Ich komme jetzt auch noch nicht so vorwärts. Imsharas Tagebuch. Imshara hat ein Geheimnis. Kein schlimmes, wie die geheimen Affäre des Kampfgeborenen. Kein langweiliges, wie das des Ladenbesitzers, der seine Schwester hasst. Imsharas Geheimnis ist so gut, also dass man es glauben könnte. Imshara hat ihre Tage nicht immer so verbracht, als Katze, die vergibt, eine Hand zu sein. Nein, Shara wird, war eine Banditenkriegerin, ein Mitglied der blutroten Langdolche, berühmter Schurken, die von der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, den Stammesmütten aus Elsweier und Gesetzeshütern von hier bis zu den Sommerendinseln gesucht werden. Wenn die Wachen es wüssten, würden sie diese töten. Deshalb darf Imshara es niemals erzählen. Aber Imsharas Zeit währt nicht mehr lange. Diese sehnt sich nach der Gesellschaft. Neulich hat dieser vor der Stadt die Gebetelung gesehen, wie deren Wurfgenossin Zahara durch die Tore schritt. Imshara rief sie beim Namen, doch die Rotwardoni beobachtete sie nicht. Imshara war sich sicher, dass sie diese gehört hatte.
und der Gedanke daran machte diese traurig. Mschar will nicht als Vorleger enden. Vielleicht macht Mschara irgendwas Boshaftes und bringt die Wachen von Weißlauf dazu, diese anzugreifen. Dann wird diese wieder eine Kriegerin sein. Okay, das müssen wir irgendwie ein bisschen behindern. Also Wachen suchen scheinbar eine Rotwardonin. Genau weiß ich das nicht. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Okay, dafür sorgen wir, dass die Sicherheitslage wieder besser wird. Da ist eine Rotwardonin. Ich glaube, wir reden dann im nächsten Part mit ihr. Gut, dann Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin immer wieder hungrig. Ich bin immer hungrig. Der Frage ist immer hungrig. Gut, dann speichern wir noch kurz und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.